Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich habe einen ganz bestimmten Look im Kopf, den ich ganz gerne mit euch gemeinsam schminken möchte. Vielleicht habt ihr es gestern auch auf Instagram mitbekommen. Ich habe mich mit zahlreichen neuen NYX-Produkten eingedeckt und habe das als Anlass gesehen, mal wieder einen Full-Face-One-Brand-Look zu schminken und diesmal eben mit der Marke NYX. Ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's. Viel Spaß dabei. Wow, ich habe hier voll die Oma-Frisur. Das war nicht geplant, aber ich habe gerade meinen Rücken, aka mein Tattoo, frisch eingecremt. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Lasst mir aktuell gerade mein Tattoo zwischen den Schulterblättern entfernen. Und ich hatte gestern gerade eine frische Lasersitzung. Und die Nachsorge ist sehr, sehr wichtig. Da kommt immer richtig Fettcreme drauf, damit es jetzt nicht so an den Haaren batscht. Ja, habe ich meine Haare hochgetragen. Ich kann euch mal den Ist-Zustand zeigen. Ich hatte jetzt gestern meine dritte Lasersitzung. Für diejenigen, die jetzt keine Wunden sehen können, sput am besten kurz vor bis zum Anfang des Make-ups. Ansonsten kann ich euch wirklich sagen, Freunde, überlegt euch, ob ihr euch ein Tattoo stechen lasst. Das ist kein Spaziergang, das Ganze wieder loszuwerden. Es ist wesentlich kostenintensiver und vor allem auch viel, viel schmerzhafter als das Tattoo-Stechen selber. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit meinem Full-Face-NYX-Make-up. Ich habe Hot New Stuff am Start. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Ich war gestern bei NYX und habe mich ein bisschen eingedeckt mit ein paar neuen Produkten, die wir jetzt gemeinsam testen. Ich teile meine First Impression mit euch, aber ich habe natürlich auch wieder ein paar Klassiker am Start, die ich sehr, sehr liebe. Im Allgemeinen muss ich sagen, bin ich ein sehr großer NYX-Fan. Es ist mit einer der liebsten Drogeriemarken für mich. Ich finde einfach, die haben eine super Performance, sind so im mittleren Preissegment und ich werde dort immer fündig. Und gerade wenn man mal so ein bisschen ausrasten möchte mit Make-up, wird man da definitiv fündig. Also die haben auch mal so ein bisschen was Exklusiveres, wenn man so möchte. So Pigmente und sowas, was man nicht halt in jeder Drogerietheke findet. I like it. Der Bare With Me Jelly Primer ist, glaube ich, so ein Klassiker und wurde gemeinsam mit der Bare With Me Serie von NYX eben gelauncht. Habt ihr auch schon ganz oft auf meinem Kanal gesehen, weil ich ihn sehr gerne verwende. Der kommt halt in so einer Gel-Textur, lässt sich mega gut verteilen und funktioniert für mich super. Allerdings gibt es etwas Neues bei NYX, auch aus der Bare With Me Serie, und zwar ist das der Daily Moisturizing Primer. Der beinhaltet sogar einen höheren Lichtschutz von 30, finde ich sehr, sehr cool jetzt gerade für die Jahreszeit. Ist gleichzeitig feuchtigkeitsspendend und dient super als Make-up-Grundlage. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass das Ganze eben in so einem Pumpspender kommt. Man kann das Ganze sehr, sehr schön dosieren von der Menge eben. Und das gebe ich mir jetzt mal im Gesicht auf, verteile das Ganze mit den Händen wirklich im kompletten Gesicht und lasse das Ganze auch gut einziehen, bevor ich dann mit der Foundation weitermache. First Impression, der Primer riecht unglaublich gut. Und man merkt kaum den hohen Lichtschutz. Ihr müsst dazu wissen, wenn ein Produkt einen etwas höheren Lichtschutz beinhaltet, wird er immer reichhaltiger von der Konsistenz. Aber der ist trotzdem sehr leicht dafür, dass er einen hohen Lichtschutz von 30 enthalten hat. Und ich könnte mir das Ganze vorstellen, tatsächlich so im Sommer pur ohne irgendwas zu tragen, eben fürs Gesicht, um es von der Sonneneinstrahlung zu schützen, finde ich sehr, sehr nice. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt mit der Foundation macht, und da nehme ich den Klassiker. Und ich würde auch sagen, meine allerliebste Foundation aus der Drogerie, und zwar ist es die Born to Glow Foundation. Freunde, wirklich, das ist so eine tolle Foundation. Die hat eine unglaublich große Farbrange und sie sitzt einfach on point auf meiner Haut. Ich habe eine trockene Mischhaut, also hier in der T-Zone glänze ich leicht, aber sonst im Rest des Gesichts bin ich sehr, sehr trocken und schaffe es damit einfach so einen natürlichen, gesunden Glow in mein Gesicht zu bringen. Zusätzlich hat sie eine richtig schöne Deckkraft und ich liebe eben die Farbe. Ich habe die Farbe Buff und gebe mir das Ganze mit dem angefeuchteten Beauty-Schwamm direkt im Gesicht auf, verteile die Foundation von innen nach außen und tupfe das Ganze schön in die Haut ein, so dass sie wirklich dann auch gut sitzt. Die Foundation kann man übrigens auch super aufbauen, also man kann die Deckkraft ziemlich gut dosieren und seht ihr diesen wunderschönen Glow. Ich habe sehr selten, dass eine Foundation so glowy sitzt und dabei nicht verläuft und trotzdem ja on point sitzen bleibt. Ich mag die einfach super gerne. Ich habe ja auch eine Zeit lang von der Kenstar One Stop Foundation geschwärmt von NYX. Die mag ich auch super gerne. Allerdings hat die ein mattes Finish und noch ein bisschen mehr Deckkraft. Also man muss schauen, worauf man Bock hat. Momentan liebe ich einfach dieses Finish und ich liebe auch das Finish von dem Born to Glow Concealer. Das ist auch mit einer der liebsten aus der Drogerie. Der ist jetzt fast alle. Ich habe ihn mir gestern auch nochmal neu geholt. Ich denke, ich kriege hier noch ein Tröpfchen raus. Der kommt mit so einem Applikatorschwämmchen.
Das vereinfacht den Auftrag einfach ungemein. Ich finde es sehr, sehr praktisch. Die Farbe ist auch wunderschön. Ich habe die Farbe Vanilla. Das Ganze gebe ich unter den Augen auf, ein bisschen am Lippenherz, auf den Nasenrücken und verteile das Ganze dann wieder mit dem Beauty Blender. Die Kombination war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Also ich war von Sekunde 1 wirklich sehr, sehr begeistert von der Born to Glow Foundation als auch dem Concealer. Und seitdem sind sie wirklich fast täglich im Gebrauch, je nachdem, wie stark ich eben mein Make-up auflegen möchte. Ich hoffe, dass das jetzt auch bei dem High Gloss Powder so ist. Ihr wisst ja, dass ich das No Filter Puder von NYX sehr gerne mag. Ich möchte euch auch immer mal andere Sachen zeigen. Und ich habe gestern mit der NYX Beraterin gesprochen und sie sagte, das High Gloss Puder ist auch richtig toll, da es diesen natürlichen Glow der Born to Glow Foundation erhält. Ein Puder mattiert ja meistens immer ab und fixiert das Make-up. Dieses hier hat so einen glowy Finish zusätzlich, aber macht das Make-up trotzdem haltbar. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde das Ganze jetzt testen. Ich habe übrigens die Farbe Medium genommen und nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und gebe das Ganze im kompletten Gesicht auf und werde das alles setten, damit es mir wirklich den ganzen Tag über hält. Okay, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob mir das hier schon eventuell zu viel Glow hat für ein Puder. Vielleicht ist es auch einfach nur ungewohnt. Ich habe gestern schon ein paar Bedenken geäußert, weil das Puder sieht aus wie ein ganz, ganz zarter Highlighter. Und das im kompletten Gesicht aufgetragen, konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jetzt bin ich so ein bisschen gerade bestätigt, da das Puder doch schon ein sehr, sehr starkes Glowy Finish hat. Also stellt euch vor, dass ihr mit einem leichten Highlighter einmal komplett übers Gesicht geht. Ja, könnte ganz cool aussehen, aber ich glaube, ein bisschen dezenter dosiert und vielleicht auch ein bisschen gezielter dosiert und nicht im kompletten Gesicht, weil ich sehe auch hier, dass es meine Poren schon sehr hervorhebt und allgemein, das sieht sehr, sehr geschminkt aus. Also das ist jetzt so ein Look, den ich nicht ganz so bevorzuge. Vielleicht muss ich mich mit dem Puder einfach noch ein bisschen anfreunden und das gezielte einsetzen, aber so fürs komplette Gesicht. Nicht so meins. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit dieser Palette hier. Das ist auch so ein Klassiker in der NYX-Theke und auch in meiner Schminksammlung, eine Contouring-Palette, die einfach unglaublich viele Farben beinhaltet. Ich nutze immer diesen Ton hier zum Konturieren, weil der so schön aschig ist. Den Rest der Farben benutze ich nicht allzu oft. Ich werde aber heute die Palette umfunktionieren als Lidschatten. Das zeige ich euch aber nachher. Ich nehme jetzt erstmal einen feineren Pinsel, gehe erstmal in diesen aschigen Ton rein und zeichne mir mal die Kontur im Gesicht nach. Dafür dippe ich ganz leicht in diesen aschigen Ton rein, nehme etwas Produkt auf und gehe damit in meinen Wangenknochen, ein bisschen auf die Stirn und auch unten am Kinn entlang und ja, gebe meinem Gesicht so ein bisschen Shape. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in Highlighter getaucht. Mir gefällt das Finish überhaupt nicht von diesem Puder. Dabei hatte ich so einen schönen Look im Kopf. Ich glaube, das kommt auch gar nicht so durch die Kamera rüber, aber Freunde, glaubt mir, ich glänze wie ein Highlighter höchstpersönlich und ich glaube, den schönen Highlighter, den ich mir tatsächlich fürs Finishing gekauft habe, kann ich mir sparen. Ach ja, machen wir mal weiter mit den Augenbrauen. Und da habe ich mir was Neues gekauft und zwar von NYX. Haha. Can't Stop, Won't Stop, Longwear Brow Kit. Das sah so vielversprechend aus. Leider gab es da nicht mehr meine Wunschfarbe, Ash Brown. Deswegen habe ich erstmal Chocolate genommen, in der Hoffnung, dass das auch ganz gut passt. Das sieht so aus, als wenn das so eine Pomade ist, was man so einbürstet. Ich habe das Ganze noch nicht so richtig verstanden. Aber wir werden das jetzt hier ausprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. So, ich nehme jetzt mal diesen Pinsel hier. Der ist aber stark getränkt und gehe damit in meine Augenbrauen. Ich werde mir die Kontur einzeichnen und das Ganze schön ausfüllen und am Anfang dann nochmal diese Bürste verwenden, um überschüssiges Produkt auszublenden. Wer auf stark betonte Augenbrauen steht, sollte sich das hier definitiv mal anschauen, denn man hat hier eine richtig schöne Farbabgabe und man schafft dadurch einen richtig intensiven Augenbrauenlook. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass es einen ganz feinen Pinsel hat, mit dem man super präzise und kontrolliert die Kontur einzeichnen und die Augenbrauen eben auffüllen kann. Etwas gewöhnungsbedürftig ist der flache Kamm sozusagen, mit dem man das Produkt ausblendet. Wobei ich aber sagen muss, das hat super gut funktioniert. Die Farbe lässt sich sehr, sehr schön verarbeiten. Und
Womit ich nicht so ganz zurechtkomme, ist tatsächlich die Farbe. Aber das war mir im Vorfeld schon klar. Ich war ja ein bisschen unsicher. Ash Brown hätte definitiv besser gepasst. Hier ist so ein leichter Rotstich drin, der mir jetzt nicht ganz so gut gefällt. Das werde ich mir definitiv nochmal in Ash Brown nachkaufen und dann weiter in die Testphase gehen. Also First Impression auf jeden Fall ziemlich gut. Schaut mal, ich habe nicht ganz so auf die Kacke gehauen, was das Augen-Make-up angeht, weil ich einen anderen Punkt im Kopf habe, wo ich einen Eyecatcher setzen möchte. Hier für diesen Look habe ich gestartet mit der Contouring-Palette. Ich bin wieder in den aschigen Ton reingegangen, den ich auch bereits fürs Contouring im Gesicht verwendet habe und habe den in die Lidfalte eingeblendet. Der eignet sich super, um einfach das Auge ein bisschen zu betonen. Und das Ganze habe ich dann ausgereinigt mit dem Born to Glow Concealer und einem feinen Pinsel habe ich mir eine Cut Crease eingezeichnet und das Ganze richtig schön mandelförmig nach hinten ausschweifen lassen. Ich habe mir einen neuen Lidschatten gegönnt von NYX. Das ist die Farbe Golden Peach und den habe ich mit dem Finger aufgegeben auf dem Concealer und das Ganze eben gut aufgepresst und die Kanten dann mit einem feinen Pinsel sozusagen verarbeitet. In der Brights Ultimate Palette befinden sich wunderschöne knallige Farben. Ich habe mich in der oberen Farbrange, in der peachigen Farbrange aufgehalten und nochmal den Konturton etwas ausgeblendet, um auch da diese peachige Note mit reinzubringen. Auch den unteren Wimpernkranz habe ich betont. Dafür habe ich wieder die Contouring-Palette verwendet und habe das Ganze mit einem feinen Pinsel unten am Wimpernkranz aufgegeben, um einfach mehr Ausdruck in diesen Look reinzubringen. Für den inneren Augenwinkel habe ich den Highlighter genommen, von dem ich ja eben schon gesprochen habe. Der Highglass Highlighter Moon Glow habe ich mir auch gestern neu gekauft und das Ganze in den inneren Winkel eben eingeblendet, um ein Highlight-Pünktchen zu setzen. Natürlich darf der richtige Wimpernaufschlag nicht fehlen und hier habe ich mich für die Doll Eye Mascara von NYX entschieden, die ich momentan sehr gerne verwende, weil das Bürstchen so zart ist. Man hat eine super gute Kontrolle und sie schwingt meine Wimpern richtig schön auf. Ich benutze Mascaras immer grundsätzlich in zwei Schichten und mit einer Wimpernzange. Weiter geht es mit dem Bronzer und ich glaube, hierzu brauche ich gar nicht mehr viel sagen, oder? Das ist der Body Bronzer in der Farbe Deep Tan. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Der hat so eine wunderschöne warme Note und eignet sich mega als Blush, aber auch um das Gesicht aufzuwärmen. Ich habe mir trotzdem noch einen Blush mitgenommen, den verwenden wir direkt gleich im Anschluss. Aber erstmal gebe ich mit einem etwas feineren Pinsel, aber trotzdem fluffig, den Bronzer auf den Wangenknochen auf, ein bisschen auf die Stirn und wärme damit mein Gesicht auf. Heute habe ich nicht ganz so viel Bronzer verwendet, weil ich mir nämlich noch einen Blush zugelegt habe. Das ist die Farbe Summer Breeze. Den gibt es übrigens auch noch in schimmerig, also auch glänzend. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir den matten geholt habe. Generell stehe ich ja mehr so auf matte Töne, gerade was so Blush angeht oder so. Da verbinde ich das Ganze lieber mit Highlighter, anstatt so einen shiny Blush zu haben. Jedenfalls kommt der auch in so einer peachigen Sommernote. Richtig, richtig schön. Generell muss ich sagen, würde mir das hier schon vollkommen ausreichen. Also mehr brauche ich eigentlich nicht. Aber ich möchte den unbedingt ausprobieren. Ich finde die Farbe irgendwie so wunderschön. Ich nehme dafür den gleichen Pinsel, den ich eben auch für den Bronzer genommen habe und gebe das Ganze auch mehr im äußeren Drittel des Gesichts auf und frische das Gesicht und die Wangen damit ein bisschen auf. Das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Der Blush gibt super schön Farbe ab, also ist gut pigmentiert. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja hier noch diesen wunderschönen Highlighter, den ich auch in dem inneren Augenwinkel aufgegeben habe. Aber ihr könnt es, glaube ich, auch schon die ganze Zeit ganz gut sehen, ne? Dass ich wirklich schon extrem doll glänze. Das kann man wirklich sehr schön als Highlighter nehmen, das Finishing Powder, um das eben ganz, ganz natürlich aussehen zu lassen. Also der Glow an sich gefällt mir richtig, richtig gut. Allerdings, wie gesagt, das ist mir zu viel im Gesicht. Ich nehme jetzt nochmal einen Pinsel und gehe ganz, ganz zart in den Highglass Highlighter rein, weil ich ihn einfach ausprobieren möchte und gebe das Ganze auf dem oberen Wangenknochen ein bisschen auf dem Lippenherz auf, wirklich weniger als sonst, einfach nur punktuell, um wirklich nochmal ein Highlight zu schaffen. Jetzt kommt's. Ich habe mir nämlich einen wunderschönen Lippenstift geholt, glaube ich zumindest, denn ich konnte das Ganze nicht testen. Aufgrund von Corona stehen ja momentan keine Tester zur Verfügung, deswegen muss ich jetzt einfach mal so aufs Packaging vertrauen. Aber ihr seht schon, die Farbe Shepherd, die ist richtig knallig. Das ist der NYX Süd Matte Liquid.
Liquid Lipstick, wollte ich gerade sagen. Lipstick. Ich habe hier die Farbe Orange County, den Lip Liner als auch den Lippenstift. Und ich bin so gespannt. Ich habe so Bock auf so einen koralligen, rötlichen Look. Ich zeichne erstmal meine Lippen ganz präzise nach mit dem Lip Liner und nehme im Anschluss dann einen Pinsel auf und gebe damit den Lippenstift auf den Lippen auf. So kann ich einfach das sauberste Ergebnis erzielen, ohne zu viel Produkt auf die Lippen zu bringen, aber trotzdem ein deckendes Ergebnis zu haben und die Lippen gerade mit so rötlichen Tönen sauber nachzuzeichnen. Also Freunde, ich muss sagen, die Farbe kickt rein. Ich finde die so schön. Das ist genau die Farbe von Lippenstift, wie ich sie schon sehr lange gesucht habe. Der Glow hat schon was, aber das ist einfach too much. Also wie gesagt, das Ganze muss man definitiv etwas dezenter dosieren, ein bisschen gezielter dosieren, vielleicht als Alltagshighlighter verwenden, dann ist das wirklich super, super schön. Ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem Rest wirklich sehr, sehr zufrieden und auch der Look gefällt mir richtig gut. Solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach, dann verpasst du keine Videos mehr von mir und ich sage bis bald. Tschüss!